Jawohl, Gothic 3 und los und wie dieser Wasserfall hier mit Getöse in die Tiefe stürzt, stürzen wir uns in die neue Folge. Jo, wir haben heute wieder einiges vor. Dinge, zum Beispiel den Hörstädter, ist denn erlegen. Schuss! Jawohl, nice! Diese Bogenskills, delicious. Okay, was haben wir vor? Zum einen habe ich vor, wenn wir den Lehrer für Jagdgeschick finden, das ein bisschen zu steigern. Ja, keine Ahnung. Einfach ein bisschen für die Zukunft, um falls wieder irgendwelche Trolle oder so auftauchen, dass man denen ein paar ordentliche Pfeile ins Gesicht jagen kann, dass das Ganze ein bisschen Schaden macht. Zum anderen haben wir in der letzten Folge diesen Typ kennengelernt, diesen Nordmarder, der einen nach Norden mal führen kann. Das wird doch jetzt mal eine krasse Gelegenheit, oder? Wo ist er denn? Lars? Yes. Er versteckt sich. Irgendwo versteckt er sich. Vielleicht hier. Hallo? Oder ist der jetzt... Er ist weg, weil ich ihn befreit habe, oder? Ist er alleine nach Norden mal? Kann er nicht wahr sein? Okay, was machen wir dann? Ah, oh, irgendwie mit Leuten labern. Und wir könnten dahinter mal auf den Hof da schauen. Da oben ist nochmal eine Hütte, habe ich gesehen. Und ja, keine Ahnung, wir labern jetzt einfach mal hier mit dem fetten Ork, der anscheinend aufpasst, dass hier keine Leute nach Hause gehen. Wie läuft's? Das Bewachen der Gefangenen ist entwürdigend. Ich würde lieber wieder in den Krieg ziehen und euch Morlas bekämpfen, statt euch zu bewachen. Okay. Ja, gut. Mal schauen. Mal gucken, was wir mit dem lieben Orken machen werden. Was machen die Menschen im Gefangenenlager? Die Morlas machen Brennholz, das von hier aus in alle angrenzenden Städte des Mittelreichs transportiert wird. Ah, okay. Würdest du lieber woanders Wache schieben? Selbstverständlich. Am liebsten in der Stadt. Die Stadtmauern zu bewachen ist ehrenvoller als diese Arbeit hier. Okay, er will in die Stadt. Alles klar. Das ganze Brennholz vom Gefangenenlager muss in die Mühle zu Gewäß gebracht werden. Das wäre eine Arbeit für dich, findest du nicht? Tja, wer dumme Fragen stellt. Auf jeden Fall. Das Holz ins Gefangenenlager. Vom Gefangenenlager zur Mühle bringen. Ist die Frage, ob die Mühle als für diesen Häusern hier hinten ist. Und die Frage ist, wie viel Holz gibt's hier überhaupt? Keine Ahnung, Jungs. Jerek. Moment, mit dem labern wir gleich. Gibt's hier doch Holz? Wir fragen den Jerek nach Holz, ob's da noch irgendwo... Was gibt's zu mitnehmen? Der Zapotec ist hier der Anführer vom Gefangenenlager und es hier doch was gibt. Und hier ist dann die Stadt oder was? Kundschafter. Er kundschaftet. Und naja, Ding. Die Stadt läuft nicht sehr flüssig. Ich hab hier Frame Drops ohne Ende. Okay, keine Ahnung, wahrscheinlich zu viele NPCs oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was da schief läuft. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen Holz. Hey, du. Er sägt hier. Macht die Arbeit eines Mannes. Tüchtiger Kerl. Tüchtig. Der sieht so aus. Es sieht so aus, als hätte ich jetzt schon mittlerweile... Als hätten wir das ganze Holz mitgenommen. Da wäre noch ein Typ und noch so ein Typ. Ach... Stimmt, der Pachte. Bist du hier, um zu gaffen, oder ziehst du bei der Seite die Waffen? Ja, er reimt immer noch. Wie viele Reime hat denn der drauf? Sind die Orks erstmal tot? Ist hier alles wieder in Lot? Axt, Armbrust und ein Schwert. Die Sachen haben für die Orks als einziges einen Wert. Wunderschön, ich mag ihn. Kadir, ein Assassinenfreund. Sprich, Freund. Ein besonders herrlicher Tag, findest du nicht? Natürlich. Du bist Assassine? Richtig. Mein Name ist Kvadir. Kvadir. Mit wem habe ich das Vergnügen? Mit der Hand von Zuben.
Mit Zooms beiden Händen, ja? Ich bin neu hier. So, dann weißt du sicher auch nicht, wie es hier läuft, hm? Mach nichts. Ich werde mich schon um dich kümmern, mein Freund. Mein Freund? Was machst du hier? Ich bin Beschaffer von wertvollen Arbeitskräften, mein Freund. Du bist Sklavenjäger. Ein garstiges Wort für diese verantwortungsvolle Aufgabe findest du nicht. Mein Freund. Natürlich. Ich helfe dir gerne. Ich will dir bei deiner Sklavenjagd helfen. Sehr schön, mein Freund. Ich habe gerade erfahren, dass sich im Westen eine Gruppe Holzfäller herumtreibt. Das sind starke Burschen. Wenigstens einen von ihnen solltest du dir schnappen. Ja, logisch. Logisch. Aber die Holzfäller, die haben wir in der letzten Folge schon kennengelernt. Da ist dieser überaus mächtige, prächtige, kräftige Cliff dabei. Da wäre noch Verblutfliegen. Spür die Bogenskills. Ah, in your face. Oh, noch eine Blutfliege. Alle guten Dinge sind drei. Schlitz. Spürt bei der Klinge. Es gibt genug spitze Waffen für euch alle. So, da hinten wäre der Holzfäller. Und hier gibt es noch ein paar Blümchen. Gibt es einen schönen Blumenstrauß. So ein Heilpflätzchen. Und Steinwurzel. Ja, genau. Die waren für irgendeine Quest und sind trotzdem. Ah, ich geht Warane. Hilfe. Willst du hier? Schlammbedeckter Varan. Stör mich nicht beim Blumenpflück. Wir machen einen wunderschönen Blumenstrauß. Ist nochmal eine. Und er hat Verstopfung. Okay. Ich bin verwirrt. Die Varane sind komisch hier. Herrscherkraut? Eine Waldbeere. Nice. Okay, erster mit Verstopfung. Also ich hoffe mal. Keine Ahnung. Ich habe wenig Lust, einen Varan mit Verstopfung zu plündern. Ich weiß nicht, was da jetzt auf uns zukommt, Leute. Haltet mal lieber die Nase zu. Okay. Ah, okay, er hat eine Säge und den Druidenstein des Varans. Der Varan, Moment, ist das kein Varan? War das, es war ein Druide, der sich in den Varan verwandelt hatte. Ach nö, sowas. Und der andere? Schlammbedeckter Varan. Bauernkleidung, okay, und? Eine Nachricht von Porgan. Ah, Porgan ist ein Druide. Ah, lesen. Nachrichten. Wissen. Wo sind die Nachrichten da? Brief. Nachricht von Porgan. Ah, mein lieber Freund. Sprich, Freund, und tritt ein. Wir alle hier genießen schon seit Wochen deine Gesellschaft. Deine Hilfsbereitschaft ist vorbildlich, aber Arrakos lässt du in nächster Zeit besser in Ruhe. Nach eingehender Diskussion mit allen Mitgliedern unserer Gemeinschaft habe ich beschlossen, dir eine Aufgabe zu übertragen. Leider wird das sehr lange dauern. Okay, da will wohl irgendjemand loswerden, habe ich so. Lese ich hier so zwischen den Zeilen, als erfahrener zwischen den Zeilen Leser. Suche den Druidenstein des Varans. Moment, die Aufgabe habe ich auch bekommen. Finde den Varan und besiege ihn. Dann werden wir dich, Matt, der du aus dem Minental zu uns gestoßen bist, in unsere Gemeinschaft wieder willkommen heißen. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Mit freundlichen Grüßen, Porgard. Es geht um Matt, den lieben, netten, kleinen Matt aus dem Minental. Altes Lager, ihr wisst schon, der Typ, der einem hinterherläuft und immer so schöne Sachen erzählt. Keine Ahnung. In irgendeinem Kommentar erwähnt er es so beiläufig, weswegen er die Kolonie geschmissen wurde. Gott, und ich glaube, der hat Unzucht mit Tieren getrieben. Irgendwas Schlimmes oder irgendwas total Blödes hat er Matt gemacht. Bitte ziehe deine von uns so mühsam zu deiner Tarnung besorgte Bauernkleidung nicht aus
um im See von Silden nach Schätzen zu suchen. Da ist nichts. Das verstehe ich jetzt nicht. Bitte zieh dich nicht aus. Ja gut, es gibt vielen Menschen, denen die Bitte, sich nicht auszuziehen, nahe kommt. Ich meine, ja, es wäre auch ein bisschen dumm, hier so oberkörperfrei Let's Plays aufzunehmen oder so. Na gut, wir haben den neuen Druidenstein ergattert. Wo ist er denn? Druidenstein des Varans. Mal kurz abchecken. Bei der Macht des Varans. Ja, nice. Ich bin eine Echse. So, was kann der Varan jetzt? Er hat auf jeden Fall eine geile Bodenlage. Kurvenlage. Delicious. Gutes Fahrwerk. Der Bissangriff nach vorne. Okay, er kann quasi nur. Seine beiden Angriffe sind jeweils ein Biss nach vorne. Hüpfen kann er anscheinend nicht und sprinten. Geht irgendwie auch nicht. Naja, gut. Ein bisschen. Okay, der Lowrider Varan ist unterwegs, tiefer gelegt, wie sich's gehört. Jetzt am besten wieder zurück. Boah, das sind Menschen. Wir sind auf Sklavenjagd. Es geht um kräftige Holzfäller. Es geht um Holz. Ich should mein Holz. Jawohl. Bosep, kann ich dich auch versklaven? Nein, den kann ich nicht versklaven. Da ist Holz! Ah, es ist kein Holz zu mitnehmen. Es steht nur so, okay. Und du? Willst du bald Sklave sein? Ich werde dich nun nach Silden bringen. Du Hämpfling willst mich versklaven? Oh ja. Ich werde dich zerquetschen, du Mistkerl. Oh nein. Komm her! Oh nein, oh Gott. Nein, die Rebellen verteidigen ihn. Junge. Spüre meine Doppelschwert-Kampftaktik. Okay, wer ist da der Nächste? Wen suchen wir uns aus? Den da. Jawohl, und den anderen reißt es gleich mit. Was ist das denn? Junge. Ruhe ist ja. Das sind Kampffähigkeiten. Delicious. Delicious. Na Sekunde, ich kann eigentlich mein Schwert hier mal richtig schön in die Rebellen tunken. Dieter mit euch. Königstreues Pack. Ja, es geht aber gar nicht. Weil für König Robert zu kämpfen, den lasse ich mal im Leben. Das ist ja kein Rebell, soweit ich weiß. Scheiße. War das drei? Ja, ich glaube, das waren drei Rebellen, oder? Königtreues Pack. Nur dank Robert sind wir damals in der Kolonie gelandet. Es geht nicht. Den werde ich sowieso noch zur Rechenschaft ziehen irgendwann. Wenn wir es soweit schaffen. Du wirst tun, was ich dir sage. Ich hab ja wohl keine Wahl. Okay, komm mit. Du wirst mit mir nach Silden kommen. Was immer du sagst. Ich bring dich weg. Gut. Gut, komm mit. Komm mit, kräftiger Sklave. Mit kräftiger Holzfälle. Jo, so, neue Sklave für die Stadt. Ich hoffe, er lebt sich gut ein. So, es ist aber wichtig, wie es den Sklaven dann so ergeht, ne? Dass sie gut verpflegt werden. Es ist kostbare Ware. Komm mit. Und dann, wenn wir den dann abgeliefert haben, dann schauen wir mal zu diesem mühlenartigen Ding. Oder ist das hier die Mühle? Theoretisch kann auch das die Mühle sein, wo wir jetzt sollen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was ist los, Mora? Assassinenfreund, da hinten ist er ja. Ja, ist ein geiler Ausblick, ne? Hier so. Unter der Weide am Chillen. Der lässt sich's gut gehen. Die Bank geht in die Richtung. Na gut. Ist da noch ein Plätzchen frei? Erzählst du das? Ich habe einen neuen Mann für dich. Vortrefflich gemacht, mein Freund. Hier, wir teilen uns den Erlös für den Neuen. Ja, nice, danke. Kümmerst du dich auch um entlaufene Sklaven?
Hier in Silden sind die Söldner dafür verantwortlich zu erhalten, was ich ihnen bringe. Ja, finde ich auch. Will, wo gehst du hin? Er hat einen neuen Job. Wo geht er jetzt hin? Ja, wahrscheinlich direkt hinter dieses Sklavenlager. Na gut, okay. Wir haben Aufgaben. Wir haben irgendwie immer Aufgaben. Stimmt. Es ist die Mühle. Ich habe hier Brennholz. Alles klar. Gib her. Am besten du holst auch noch den Rest. 10 Stapel brauche ich. Alles klar. Okay, dann holen wir erstmal. Dann holen wir erstmal das restliche Brennholz, bevor es hier weitergeht. Lalalala. Wo ist nur das Holz? Ich brauch Holz. Da ist ein Alchemielabor, aber kein Holz. Okay, zurück. Dann können wir im Villa auch nochmal einen Besuch abstatten. Ob es dem gefällt in seiner neuen Heimat. Aber das ist auf jeden Fall. Unter Sklaven ist es doch schöner wie unter Rebellen. Würde ich jetzt einfach mal so aus dem Stegreif behaupten. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Okay. Irgendwo hier müsste doch Holz versteckt sein. Da ist noch mal ein Holz. Doch mal ein Holz. Eins fehlt noch. Wo ist das letzte Holz? Hey, hast du Holz? Ich brauch Holz. Ist kein Holz mehr. Oh, da. Da ist Holz. Ja. Sehr schön. Und da baumelt eine. Uiuiuiui. Ja, sorry. Was passiert, wenn man sich den Orks entgegenstellt? Und der Herrschaft der Assassinen widerspricht? So, darüber. Schweinehütte. Ach, jetzt habe ich Will nicht gefunden. Egal, jetzt bekommt er erstmal sein Holz. Aus Schaden wird man klug. Junge. Robert, der hat hier hinten das ganze Holz gestapelt. Ist das das Holz, was ich ihm gebracht habe? Okay, das wäre halt echt nice. Ich nehme jetzt nochmal. Ich sehe das nicht, wenn ich mit dem laber. Doch. Und ich nehme jetzt nochmal was gebe. Hier, ich habe Brennholz. Okay. Okay. Hier, dein Lohn. Oh, danke für den Lohn. Ich hätte jetzt gehofft, dass hier jetzt auf einmal so neue Holzstapel aufploppen. Aber es ist wahrscheinlich für so der alte oder für so der verranzte Engine zu viel verlangt. Was machst du hier? Ich bin hier der Lagerwart. Mein Name ist Gibbs. Ich stelle die Waren zusammen, die mit den Karawanen in die umliegenden Städte geliefert werden. Okay. Schön. Was wird hier gelagert? Brennholz, Fisch und Felle. Silden versorgt die ganze Umgebung damit. Okay. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Danke. Brauchst du noch was? Wenn du abreisefertige Güter findest, dann bring sie mir. Wenn die nächste Karawane kommt, muss ich gerüstet sein. Okay, hier kommen Karawanen. Felle braucht der Junge. Ich besorg dir Felle. Ich hab Felle ohne Ende. Geh zu den Jägern draußen im Norden. Sie sind mit ihrer Lieferung der 8 Kisten schon überfällig. Okay, er will 8 Kisten Felle. Ich hab... Wir haben hier in unserem Inventar, ne? Felle Überfälle. Und Häute und anderes Gedöns. Aber er will natürlich verpackte Felle. Klar, dass er so den Ramsch von mir nicht annimmt. Unverpackt. Rohware. Ist das hier eine Mühle? Es war mal eine. Doch seit die Orks hier sind, wird sie als Lagerhalle genutzt. Mhm. Oh, Fische gibt's auch noch. Woher soll ich dir die Fische holen? Von den Fischern am Fluss. Man hat mir 8 Fässer versprochen. Ah, okay. Zeig mir deine Ware. Okay, dann schauen wir noch zu den Fischen. Was hat denn der Feines? Spitzhacken? Stimmt, der hat das Orksöldnerzeug. Könnte ich die überhaupt? Wenn ich dir das Teil verkaufe, bekomme ich Ärger mit meinen Leuten. Ah, ja, super. Schmiedehimmer, Pfannen, Nops. Hab ich. Ach, das haben wir alles schon. Und das sind Bolzen. Ja, gut, Pfeile. Ich habe über 1000 Pfeile mittlerweile. Ach so, apropos Pfeile. Hier gibt's irgendwo, habe ich gehört,
den Typen, der einem das beibringt, die besseren, die Spitzenpfeile herzustellen. Ich weiß nur nicht, wo. Das ist abgenutzt. Reicht. Passt. Eine Spitzhacke Bär. Wie haben wir jetzt eigentlich schon? Spitzhackenmäßig. Es wird mehr, es wird mehr. Wir nähern uns langsam den 100. Der Barte. Gönnen wir uns noch einen Bartentext. Einst kam eine wilde Sau hierher und machte mächtigen Radau. Hört, hört! Die Orks wollen sie erledigen. Doch darüber bei den Stegen. Es kommt immer mehr. Doch das Schwein wütet mächtig unter den Orks den Stolz, bis irgendwas passiert ist, wo ich keine Ahnung hab. Das Fleisch jedoch schmeckte prächtig. Ja, schöner Reim. Gehörst du hier zur Mühle? Ich gehöre nirgendwo hin, Kleiner. Seit ich nicht mehr als Schmied arbeiten kann, finde ich mich nicht mehr zurecht. Ach, ein Ex-Schmied. Kommt später, wir holen die Fischfässer. Erstmal Fischfässer, dann vielleicht irgendwann mal Arena. Aber bei der Arena, die will ich auch irgendwie so ans Ende von einer Folge hinsetzen, weil die ganzen Arena-Folgen irgendwie nicht so gut angekommen sind. Einfach mal so gegen Ende ein paar Arena-Kämpfe und Gutes. Nicht so, boah, neue fette krasse Folge, Leute. Machen wir erstmal Arena-Kämpfe. Ja, super, Arena-Kämpfe, ja. Das zieht sowieso wieder alle ab mit seiner Doppelschwert-Kampftechnik da. Ja, ruhig Blut. Wie geht's? Miserabel. Brauch Fische. Paket. Sumpfkraut. Ich habe hier ein Paket für dich. Waldbeeren. Ach, die Waldbeeren. Herrlich. Ja. Seit die Orks die Wachen verdoppelt haben, war ich nicht mehr bei ihm. Besten Dank dem Kurier. Hier, nimm. Ja gut, dankeschön. Was stimmt mit dir nicht? Fisch. Immer nur Fisch. Ja, der Lizenz. Ich kann diese stinkenden Dinger nicht mehr sehen. Dieser gute Duft nach frischem Fisch. Wie läuft das Fischgeschäft? Anstrengend. Wir fischen hier wie die Bekloppten. Ständig kommen Karawanen und holen die Biester ab. Wir kommen kaum hinterher. Ja, genau deswegen bin ich hier. Zeig mir deine Ware. Was hat der zum Angebot? Fisch. Schön. Gekochten Fisch. Lecker. Und da sind die Fischfässer. Perfekt. Ist da noch was in der Bude? Eine Truhe. Ich glaube in der Truhe. An der Truhe war ich glaube sogar schon dran. Reingelurrt. Auf die Schnelle. Trillocken noch. Doch so namenhafter hier. Keine Ahnung. Hier sind total viele namenhafte Leute. Ich fass. Schön. Gelangweilter Fische? Keine Ahnung. Er sieht nicht sehr begeistert aus. Ein Uderfahne? Mhm. Mit? Er hat eine Ork-Axt. Die Krusch Irmak. Ist das deine Ork-Trophäe? Etwas so ein Uderfahner Fischer hat hier eine Ork-Axt in seiner Hütte. Schaut er weg? Würdest du mir gerne... Na gut, er ist mit seiner Flasche Wein beschäftigt. Ich schnapp mir die mal eben. Krusch Irmak. Ja, gut, okay. Was ist das für ein Ding? Krusch Irmak. War doch einer von den Besseren, oder? Krusch Irmak. Da. 380, große Waffen 3. Ja gut, vom Schaden her. Und die hat eine gewaltige Reichweite. Quasi die Hellebarde. Wo ist die Hellebarde da? Ist quasi die Hellebarde in sehr gut. Vielleicht bleibt die auch in meinem Winter. Okay, da ist noch so ein Typ. Und ich sehe, wir haben jetzt gerade wieder die 25 Minuten erreicht. Nehme ich noch die ganzen Fischfässer mit. Gibt es da noch mehr?
Mit Fischfässer. Da gibt's doch mehr. Bringen wir noch eben in die Mühle und dann ist auch schon wieder. Das ist leider auch schon wieder Schluss für heute. Ich weiß. Es ist schrecklich immer, dass. Wenn das Ende einer Folge kurz bevorsteht. Es tut mir auch immer im Herzen weh, aber. Das Leben ist hart, da muss man durch. Na, Robert, der eine Typ hieß doch Irmak, oder? Hudok? Der da. Irmak, ja, ich glaube, ich hab seine Waffe. Ich hab deine Waffe, Mora. Ork. Der Fisch? Es gibt Fisch. Ah, die Fischfässer. Sehr gut. Oh ja. Dein Lohn, Fremder. Vielen lieben Dank. Okay, also Leute, es war mal wieder wunderschön. Jetzt ist der Typ hier hoffentlich zufriedengestellt mit Holz, Fisch. Fälle fehlen noch. Die sind irgendwo bei einer von diesen Jagdhütten da draußen. Da werden wir in der nächsten Folge vielleicht mal hinschauen. Also nicht nur vielleicht, höchstwahrscheinlich. Und das ist die Frage, ob der Typ hier seine Waffe wieder bekommt. Ja, das. Ich hab ein neues Hobby, den Typen hier aufwecken. Hopp, wach auf. Was ist los, Mora? Ja, leg dich hin. Leg dich hin. Jetzt wach wieder auf. Keine Ahnung. Also es war mal wieder wunderschön, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Und man sieht sich in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wir brauchen mehr Holz. Nein, Fälle. Haut rein.